Spieltag 24 in der Bundesliga steht an mit den Partien Mainz gegen Wolfsburg, Bayern gegen Hertha, Hoffenheim gegen Freiburg, Hannover gegen Gladbach, Stuttgart gegen Frankfurt und Werder gegen Hamburg. Am Sonntag noch Leverkusen gegen Schalke, Leipzig gegen Köln und Montagabend Dortmund gegen Augsburg. Hier seht ihr nochmal die Gewinner des Gewinnspiels. Meldet euch bitte. Timo, der hat seins schon bekommen, sein Piräus-Trikot. Ansonsten, wenn bis Samstag um 12 Uhr mittags, sage ich jetzt mal, keiner von den beiden geantwortet hat, keiner von euch beiden, geht die Trikotverlosung noch ein paar Tage weiter. Dazu sage ich dann aber auch noch genaueres. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten Daumen und Abo auch immer gerne gesehen, aber nur, wenn es euch wirklich gefällt. Ansonsten seid ihr natürlich nicht dazu gezwungen. Ich empfehle euch noch Quotenwilli oben in der Infokarte verlinkt. Der hat auch extrem Ahnung von Fußball. Hört dem auf jeden Fall gerne zu. Schaut euch den an. Auch wenn ihr euch nicht für Wetten interessiert, ist auf jeden Fall sehr informativ und unterhaltsam. Und jetzt geht's los. Viel Spaß! Freitagabend in der Opel Arena treffen Mainz und Wolfsburg aufeinander. Die Mainzer haben 6 Punkte auf den direkten Abstiegsplatz 17 Vorsprung, sind seit 2011 zu Hause gegen Wolfsburg ungeschlagen, spricht also definitiv für sie. Die Wolfsburger haben auch nur 1 Punkt Vorsprung vor dem ersten FSV und es stand ein Trainerwechsel an, den habe ich in der Prognose noch nicht beleuchtet, sorry dafür, sage ich es jetzt. Bruno Labbadia ist jetzt für Martin Schmidt an der Seitenlinie. In der Opel Arena am Freitagabend trafen der erste FSV Mainz 05 und der VfL Wolfsburg aufeinander. Ein ausgemachtes Abstiegsduell, das es so richtig in sich hatte und für beide Teams wichtige Punkte im Topf lagen. Der erste FSV Mainz 05 mit dem 2:0 ebenfalls am Freitag letzte Woche am vergangenen Spieltag in Berlin ein gutes Ausrufezeichen setzen können im Abstiegskampf. Der VfL Wolfsburg lieferte eine gute Partie ab. Lange hielten sie gegen den FC Bayern gut dagegen, mussten im Endeffekt ein bitteres Last-Minute-1:2 einstecken. Nichtsdestotrotz eine Leistung, auf die sicherlich aufzubauen sein kann. War die Frage, konnten sie das heute bestätigen? Der erste FSV Mainz 05 lässt das sicherlich nicht ohne Widerstand zu. Die Anfangsphase allerdings war von den Wölfen etwas besser. Diabogi auf Basuer und Itta im Zusammenspiel. Über die linke Seite dann Yunus Malli, Ex-Mainzer. Und die erste Möglichkeit nach 10 Minuten allerdings entschärft von Hack, der da den Fuß gerade noch zwischen den Ball und das Tor bekommt und dementsprechend die größere Gefahr ausschaltet. Eine Viertelstunde gespielt, dann meldete sich auch mal Mainz nach vorne zu Wort. Gibbermann allerdings aus der zweiten Reihe kann Castells nicht gefährlich genug prüfen. Dann Fehler in der Hintermannschaft bei Mainz und Origi verpasst um ein Haar das 1:0 für den VfL. Es ging hin und her, es fehlte allerdings noch das Tor. Wir springen in den zweiten Durchgang bereits, denn die Partie drohte dann etwas einzuschlafen. Allerdings direkt nach dem Wiederanpfiff ging es dann direkt gut los. Emil Bergren aus Spitzenwinkel, Castells war zur Stelle, musste eingreifen. Jetzt eine Stunde gespielt. Der erste FSV Mainz 05 wollte wichtige Heimpunkte hier lassen und am besten keinen einzigen abdrücken an die Konkurrenz aus Wolfsburg und am Freitagabend schon mal durch einen Sieg mehr Druck aufbauen auf die anderen Mannschaften, die noch spielen sollten. Und einzig und allein der Abschluss war das, was hier den ersten FSV Mainz 05 davon abhielt, das auch wahrzumachen. Es fehlte nicht viel, aber entweder war Castells dazwischen oder eben der Kopf bei den Mainzern spielte eine Rolle. Aber der anschließende Eckstoß wieder mit Gefahr. Caison ist das, der Doppelpacker vom letzten Freitag. Um ein Haar macht er wieder ein richtig wichtiges Tor. Ganz knapp geht der Ball am Pfosten vorbei. Dann kam auch mal Wolfsburg in der zweiten Halbzeit wieder mit dem 0:0 eigentlich nicht zufrieden, aber sie spielten so lange Zeit, als wäre es das Maß aller Dinge, hier einen Punkt mit aus Mainz mitzunehmen. Und eine Viertelstunde vor dem Ende dann eben dieser Abschluss, der allerdings nicht sonderlich für Gefahr sorgen konnte. Aber sie drückten jetzt nochmal, 10 Minuten vor dem Ende. Di Matta ist das, der den Ball behaupten kann. Yunus Malli mit dem Abschluss, aber auch zu harmlos für Zentner, der den Ball ohne Probleme in beiden Händen fest machen kann. Und so kam nochmal kurz vor Schluss der erste FSV Mainz 05. Die letzte Möglichkeit
der Partie und da fehlte nun wirklich nicht viel. William wäre gegebenenfalls auf der Linie auch zur Stelle gewesen. So trennen sich Mainz 05 und der VfL Wolfsburg zum Auftakt 0:0. Der erste FSV Mainz 05 hat die Chancen verpasst und der VfL Wolfsburg tritt weiterhin auf der Stelle. Am Samstagnachmittag dann FC Bayern München gegen Hertha BSC und die Bayern haben seit 1977 kein Heimspiel gegen die Hertha verloren und es läuft einfach beim FC Bayern, da kann man nicht mehr viel zu sagen. Im Hinspiel allerdings gab es für die Hertha ein gutes Ergebnis, 2:2 nach 0:2 Rückstand. Aber das 0:2 vom letzten Freitag gegen Mainz macht nicht unbedingt Hoffnung für diese Partie. Der FC Bayern München konnte am vergangenen Samstag in letzter Minute noch den Kopf aus der Schlinge ziehen, den VfL Wolfsburg mit 2:1 durch einen Elfmeter schlagen und damit den Abstand auf Platz 2 auf 19 Punkte erhöhen. Natürlich ist es mittlerweile nur noch eine Frage der Zeit, bis der Titel endgültig feststeht. Vidal war wieder mit von der Partie nach Gelbsperre in der Bundesliga. Letzte Woche fehlte er noch, jetzt für Rudi wieder in der Startaufstellung. Auch Lewandowski in der Spitze dabei für Sandro Wagner. Die Hertha hatte eine schwache Partie am letzten Freitag abgeliefert. Zu Hause gegen Mainz kläglich fast 0:2 verloren. Nichtsdestotrotz, bis auf Ibišević, der sich im Gesicht verletzte, für Selke weichen musste, keine Veränderung bei der Hertha. Sie starteten auch gar nicht mal so schlecht in die Partie. Pal Dardai scheint die Mannschaft gut eingestellt gehabt zu haben. Allerdings der Abschluss von Lazaro zumindest ein Zeichen des guten Willens. Sonderlich gefährlich wurde es nicht. Der FC Bayern ließ sich etwas Zeit, noch im Champions League Auslaufmodus so ein bisschen. 20. Spielminute, Corentin Tolisso. Nette Ballbehandlung, schöner Abschluss. Allerdings drehte er den Ball nicht stark genug an, weswegen keine größere Gefahr für Jahrstein bestand. Der FC Bayern allerdings drückte jetzt ein bisschen mehr aufs Gaspedal. Jupp Heynckes war nicht zufrieden und das merkte die Hertha jetzt mehr und mehr. Nächster Abschluss, Thiago. Es fehlte nicht viel, aber die 100%ige Torchance fehlte noch doch. Der Druck wurde jetzt höher vor der Pause. Mehr und mehr kamen die Bayern jetzt in den Modus. Kimmich! Und da fehlt wirklich nicht viel. Sein schwacher linker Fuß, wenn man den als einen solchen schwachen bezeichnen möchte, fehlte auch nicht viel. Fast fällt der Ball ins lange Eck. Jahrstein wäre chancenlos gewesen. Aber vor der Pause dann nochmal die Bayern. Robert Lewandowski, Ribéry, erstmal Jahrstein mit der Parade, aber Robben fällt der Ball vor die Füße. Mehr oder weniger und der drückt direkt ab. 44. Spielminute, 1:0 für den FC Bayern. Das ist natürlich technisch höchst anspruchsvoll, was Arjen Robben dort macht. Jahrstein ist chancenlos, Robben ist zu frei. Sehen wir hier viel zu viele Freiräume, zu viele Meter drumherum, wo keiner steht. Und damit macht der Holländer mit seiner starken Technik natürlich das 1:0. Jetzt ein Sinnbild für die Partie. Wir sind bereits in der 70. Minute. Die zweite Halbzeit gab fast gar nichts her. Hertha bemühte sich, der FC Bayern schludrig und schlampig im Spiel nach vorne, sodass die Hertha den Ball wieder erobern konnte, aber nicht viel ging. Lange Bälle waren häufig das Mittel. Meistens funktionierte es nicht. Hier allerdings die Riesenmöglichkeit. Kalou, Ulreich und dann letztendlich Mats Hummels, der den Ball am Tor vorbeilenkt. Davy Selke verliert er das Kopfballduell, aber um ein Haar aus dem Nichts das 1:1. So hätte sich das Pal Dardai vermutlich vor der Partie ungefähr vorgestellt. Und der anschließende Eckstoß sorgte dann ebenfalls für Gefahr. Denn wenn es für den Punkt reichen sollte, wäre das ein super Erfolg. Die kriegen den Ball nicht weg, die Bayern. Und dann letztendlich aber von Kalou ein zu harmloser Schuss in die Arme von Sven Ulreich, sodass der FC Bayern nochmal kam und jetzt den Deckel drauf machen wollte. Lewandowski, Vidal und irgendwie der Ball abgefälscht, aber noch nicht rechtzeitig resolut geklärt. Ribéry dann mit dem Abschluss. Jahrstein fliegt und macht den Ball dingfest. Kein Problem für ihn und die letzte Aktion der Partie, aber dann nochmal die Hertha über die linke Seite. Salomon Kalou mit der Flanke in die Mitte, aber das ist nicht gut genug gemacht. Lecky verschlammt das in der Mitte. Martinez passt auf. Der FC Bayern
geht seiner Alltagspflicht nach, holt die nächsten 3 Punkte in der Liga, schlägt Hertha ohne größere Probleme und macht damit den nächsten Schritt zur Meisterschaft. In der Würsel-Rhein-Neckar-Arena ebenfalls Samstag 15.30 Uhr treffen Hoffenheim und Freiburg aufeinander. Der Direktvergleich spricht allerdings gegen die Sinsheimer. 4 Siege, 8 Unentschieden, 6 Niederlagen stehen da auf dem Papier. Das letzte Heimspiel gegen Freiburg konnten sie allerdings in der letzten Saison gewinnen. Die Freiburger haben letzte Woche formstarke Bremer schlagen können und im Hinspiel gewannen sie mit 3:2. In der Würsel-Rhein-Neckar-Arena war der SC Freiburg zu Gast und die Hoffenheimer haben nach dem 1:2 in Gelsenkirchen zu Hause wieder die Punkte einzufahren. Klappt ja in der Regel ein bisschen besser, nichtsdestotrotz kamen starke Freiburger, die Werder Bremen mit 1:0 schlugen, eine stark aufspielende Mannschaft eben dadurch bezwingen konnten. Und im 5:3:2 sollten die Sinsheimer gegen diese Freiburger Mannschaft angehen. Allerdings, wie gesagt, ein starkes 1:0 gegen formstarke Werderaner, wo man durchaus den Hut vorziehen konnte. Petersen und Haberer in der Doppelspitze natürlich in der Pflicht, die Dinger zu machen. Aber die Partie kam auch gut ins Rollen. 6. Spielminute direkt. Die erste Möglichkeit. Nils Petersen völlig alleine vor Oliver Baumann. Hat da vielleicht zu viel Zeit. Petersen halt ein Instinktstürmer. Und in so einer Situation vielleicht überfordert mit der Zeit, mit dem Raum, mit dem Platz, den er da geboten bekommen hatte. Aber die Freiburger spielten gut weiter. Nächste Möglichkeit. Haberer versucht es dann mit einem halb Lupf, halb gezwirbelten Ball, aber kein Problem für Oliver Baumann. 34. Spielminute, dann kam Hoffenheim mal. Adam Schorloy mit dem Ball auf Marc Uth und wie aus dem Nichts das 1:0 für Hoffenheim. Das war absolut unverdient. Kein einziger Torschuss bislang vorher auf das Gehäuse von Alexander Schwolo. Aber so passiert's dann. Der SC Freiburg macht die Partie überlegen in allen Belangen und dann sind sie einmal hinten unachtsam und ein toller Schuss von Marc Uth mit dem 1:0 belohnt. 40. Spielminute. Hoffenheim machte dann weiter nach vorne. Grilic und Schorloy fällt der Ball auf den Fuß und der fällt dann in den Winkel. Der Doppelschlag vor der Pause, richtig bitter für Freiburg. Und wie eben schon erwähnt, das war nicht verdient, aber wer die Dinger macht, hat im Endeffekt auch recht. Und das ist in dem Fall die TSG aus Hoffenheim. Bitter für Schwolo und seine komplette Hintermannschaft, die eigentlich einen guten Job machte. Wir springen in den zweiten Durchgang, der lange brauchte, um in Fahrt zu kommen. Und Marc Uth ist das, der den Ball auf Kader Rabeck bringt. Söyüncü schmeißt sich dazwischen und verhindert das 3:0 und die damit feststehende Entscheidung. Der SC Freiburg allerdings mit Moral, das was sie so richtig gut können. Kübler, schöne Hereingabe und Rupp im letzten Moment geht dann noch dazwischen. Das war eine wirklich tolle, flache Flanke. Vogt hat sich verschätzt, aber Rupp im Endeffekt derjenige, der noch klären kann. Aber der SC Freiburg gab sich natürlich nicht auf. Das ist nicht die Mentalität von Streich und seiner Mannschaft. Tim Kleindienst mit dem Kopfball testet Oliver Baumann, aber auch das war noch nicht gefährlich genug. Dann kam Hoffenheim wieder in Bedrängnis. Ähnliche Situation wie schon letzte Woche. Und dann ist es Kleindienst, der das aber nicht ausnutzen kann. Krasse Böcke bei Hoffenheim in der Hintermannschaft. Eben schon angesprochen. Kevin Vogt letzte Woche in Gelsenkirchen. Das Kinn ist natürlich weit unten, wenn man solche Aktionen hat. Und dadurch kommt es nicht weiter nach vorne. Aber der SC Freiburg kam dann sogar noch und belohnte sich. 85. Spielminute, Manuel Gulde, klasse Treffer, ein Traumtor. Extraklasse ist hier noch ein untertriebener Begriff, denn das ist wirklich wunderbar gemacht. Sieht da, dass Baumann ein Stück weit vor seinem Tor zu weit rausgekommen ist und damit anfällig war. Aber das 2:1 im Endeffekt
blieb dann auch das Endergebnis. Die Hoffenheimer belohnen sich für eine gute erste Halbzeit, aber der SC Freiburg hätte mindestens einen Punkt verdient gehabt. In der HDI Arena ist der VfL Borussia Mönchengladbach zu Gast. Sie konnten gegen Dortmund im letzten Heimspiel den Chancenwucher einfach nicht nutzen, konnten aber im Hinspiel mit einem Last-Minute-Sieg 3 Punkte in Borussia Park lassen. Der Direktvergleich spricht gegen Hannover. 16 Siege stehen da auf dem Papier, 11 Unentschieden und 35 Niederlagen. Allerdings stehen sie momentan auf Platz 7, einem starken Platz, vor allem als Aufsteiger. Hannover 96 kam am vergangenen Wochenende noch gerade so mit einem blauen Auge beim Tabellenletzten aus Köln davon. Ein Abseitstor, das zu Recht in der 94. Spielminute zurückgenommen wurde. Aber das vielleicht auch das Glück des Tüchtigen, dass Hannover in dieser Saison sich durch schöne Auftritte in der vergangenen Spielzeit schon verdient hatte, beziehungsweise in der Vergangenheit dieser Spielzeit. Wir befinden uns ja in der Gegenwart. Borussia Mönchengladbach hingegen, das 0:1 gegen Dortmund steckte sicherlich noch tief in den Köpfen und demoralisierte. Aber wer über 20 Torschüsse gegen den BVB abliefert, hat sicherlich einiges richtig gemacht. Wer 0 Tore daraus erzielt, auch einiges falsch. Allerdings sollte es wieder mit Bobadilla, der die Offensive wirklich belebte gegen Dortmund, wieder von Beginn an rangehen. Stindl stand ihm zur Seite, der ja auch in Hannover eine lange Vergangenheit hatte. Hannover startete aber ein bisschen besser in die Partie. Pirmin Schwegler zieht da aus 16 Metern direkt mal ab, fackelt da gar nicht lange rum. Schöner Abschluss, ein bisschen fehlte und dementsprechend noch nicht das frühe 1:0. Dann kam Gladbach nach vorne, Lars Stindl, Ex-Hannoveraner, bedient Christoph Kramer. Und der mit seinem linken Fuß ärgert sich, hätte da natürlich deutlich mehr rausmachen können. Schöne Position, hatte auch ein bisschen Freiräume, nimmt dann seinen schwachen Fuß und scheitert an sich selbst. 16. Minute, dann Bobadilla, fällt der Ball irgendwie vor die Füße. Aber er trifft nur die Latte. Das Unglück von Gladbach im Abschluss in einer Situation mal zusammengefasst. 25. Minute, dann Hannover kam wieder nach vorne. Felix Klaus testet den Schweizer Jan Sommer im Kasten, der beim 1:0 von Reus nicht so richtig glücklich aussah. Aber es ging hin und her, beide Teams mit vielen Chancen. Bobadilla ist es wieder. Philipp Schauner allerdings dazwischen. Schöner Kopfball, schön platziert, aber auch tolle Parade von Schauner, der im Eck drin ist. Wir springen in den zweiten Durchgang. Hannover mit der ersten Möglichkeit. Klaus auf Martin Harnik. Der dreht sich da sensationell, aber muss dann auch eigentlich das 1:0 machen. Muss sich für diese Bewegung hier gegen Westergaard, der da ein bisschen behäbig wirkt, muss sich dafür belohnen. 52. Minute, dann wieder Gladbach. Es ging auch im zweiten Durchgang von links nach rechts, von rechts nach links. Einzig und allein die Tore fehlten. Lars Stindl scheitert an Schauner, der toll parierte. Hätte der deutsche Nationalspieler auch noch ein bisschen weiter aufs Tor zugehen können. Allerdings Makulatur, da ist ja schon wieder der Vergangenheit angehört. Und in die nächste Chance dann wartete. Und die nächste Parade von Philipp Schauner. Jetzt gerade mal noch etwas mehr als 10 Minuten zu spielen. Es lief auf ein 0:0 hinaus, weil beide Teams die besten Chancen vergaben, bis dann Kenan Karaman kam. Sein erstes Saisontor und auch das vielleicht symptomatisch, dass einer, der im Abschluss sonst sehr viel Unglück hat, jetzt dafür sorgt, dass hier gegebenenfalls ein Team als Sieger vom Platz geht. Kenan Karaman wird von Bebou schön bedient. Überragender Ball. Und dann ist Karaman eben gut eingelaufen. Jan Sommer aus kurzer Distanz kann nicht mehr rechtzeitig einschreiten. Und nur wenig später dann. Harnik setzt sich im Laufduell in der Verteidigung durch. Und Bebou bedankt sich mit dem 2:0. 83. Spielminute. Der Deckel war auf diese Partie raufgesetzt. 6. Saisontor für Ilas Bebou. Den Hannoveraner Anhang freute es extrem. Und Gladbach schon wieder bitter enttäuscht. Zumindest ein Punkt wäre hier drin gewesen. Natürlich gegen starke und eiskalte Hannoveraner. Nichtsdestotrotz muss man sich wieder über die Chancen
Verwertung, Gedanken machen. Hannover siegt weiter 2:0 gegen Gladbach. Im Endeffekt kein unverdientes Resultat, aber auch ein Unentschieden wäre denkbar gewesen. Ebenfalls Samstag 15:30 Stuttgart gegen Frankfurt, und die Stuttgarter konnten mit dem 1:0 in Augsburg den ersten Auswärtssieg landen, und vor allem war es das fünfte 1:0, also sehr effektiv in der Punkteausbeute. Dadurch konnten sie ebenfalls Luft im Abstiegskampf gewinnen. Allerdings kommt mit Frankfurt eine gute Mannschaft. Im Hinspiel gewann die Frankfurt damit 2:1, aber das letzte Spiel beim VfB konnten sie sogar mit 4:1 gewinnen. Samstag 15:30 und der VfB Stuttgart empfing die Eintracht aus Frankfurt. Beide Teams mit extrem breiter Brust natürlich hier. Die Stuttgarter nach dem ersten Auswärtssieg der Saison 1:0 in Augsburg, sehr starke Leistung. Und die Frankfurter 2:1 gegen Leipzig, nicht weniger wertvoll dieser Auftritt. Die Stuttgarter mit Doppelspitze Gomez und Ginczek vorne dabei, ansonsten im 4-4-2, was unter Taifun Korkut keine ungewöhnliche Sache mehr ist. Die Frankfurter haben einen Ausfall zu beklagen, beziehungsweise eine Sperre. Kevin Prince Boateng hat sich die fünfte gelbe Karte eingehandelt gegen Leipzig und ist damit für diese Partie gesperrt. Die Frankfurter als zweitbeste Auswärtsmannschaft der Liga, die hatten hier natürlich die leichte Favoritenrolle. Allerdings startete Stuttgart auch nicht schlecht und ihre Heimstärke ist auch nicht von der Hand zu weisen. So begann sie hier gar nicht schlecht. Erik Tommy, toller Schuss. Schöne Drehung und dann geht der Ball knapp flach links vorbei. Radetzky wäre vermutlich auch nicht mehr rangekommen. Jedenfalls ein starker Auftritt der Stuttgarter, stabile Leistung gegen extrem konterstarke Frankfurter. Allerdings brach dieses Gebilde dann etwas zusammen. Danny da Costa, aber dieser Schuss gegen Ron-Robert Zieler war deutlich zu schwach. Da merkt man, dass er Außenverteidiger ist und kein Abschlussstürmer. Normalerweise hätte er da noch mehr Ruhe behalten können. Aber dann vor der Pause nochmal Frankfurt, wieder ein Konter. Hasebe auf Marius Wolf. Badstuber hat eigentlich den Ball, wird ihn aber direkt wieder los und Marius Wolf macht das 1:0. Die Nachspielzeit war bereits abgelaufen in der ersten Halbzeit, aber der Gegenangriff wurde noch laufen gelassen und so steht's dann 0:1 unmittelbar vorm Seitenwechsel. Bitter vor allem, weil Badstuber den Ball eigentlich schon sicher hatte. Allerdings versäumte, den Ball zu klären, und der schnelle Marius Wolf, der wirklich mittlerweile mehr und mehr zum Bundesliga-Stammprofi herangewachsen ist, macht das 1:0 in der zweiten Halbzeit. Die Stuttgarter wieder erstmal mit dem Zepter in der Hand, wie auch schon zu Beginn der ersten Halbzeit. Allerdings dieser Kopfball von Ginczek nicht stark genug, aber nur wenig später Freistoß aus guter Position. Gentner zieht den ganz knapp über das Tor hinweg. Schändler und Thaler drehen sich da ein bisschen unglücklich weg, allerdings ohne letztendlichen Misserfolg bzw. Erfolg für Stuttgart. Sie kamen und kamen, wollten hier unbedingt das 1:1 machen, um diese Partie eventuell noch zu drehen. Der Abstiegskampf ist ja noch stark im Laufen und der starke Santiago Ascasiba mit der Drehung, allerdings ohne einen guten Abschluss, der Radetzky in Bredouille bringen könnte. Aber die Stuttgarter immer weiter nach vorne. Santiago Ascasiba, über den wirklich viel ging, dieses junge Talent, dieser überragende Spieler, bedient Mario Gomez. Und der vergibt das 1:1. Es hätte allerdings auch nicht gezählt. Er stand haarscharf im Abseits. Vermutlich das Knie ein Stück zu weit vorne. Aber Frankfurt konnte die Partie nach anstrengender Montagabendleistung nicht mehr richtig angehen. Allerdings hatten sie nochmal die Möglichkeit, 10 Minuten vor dem Schluss den Deckel frühzeitig drauf zu machen. Barkok ist das, eingewechselt worden. Schöner Dropkick mit der Seite. Viel hat da nicht gefehlt und fast schlägt der Ball oben im Winkel ein. Wäre auch nicht verdient gewesen. Nichtsdestotrotz, Frankfurt gewinnt am Ende. Für eine gute und stabile Auswärtspartie. Stuttgart hätte sich allerdings mit dem guten Auftritt mindestens einen Punkt auch verdient gehabt.
Am Samstagabend dann im Weserstadion das Derby, das Topspiel Werder Bremen gegen den HSV. Der Direktvergleich spricht mittlerweile pro SVW. 44 Siege, 36 Unentschieden und 38 Niederlagen lediglich. Die Form spricht ebenfalls definitiv trotz der Niederlage in Freiburg für die Gastgeber. Der HSV konnte im Hinspiel zu Hause nur ein schwaches 0-0 landen und war auch damals schon enttäuscht. Aber was man so hört, wenn es jemand schaffen kann, in so einer Situation sich da noch rauszuziehen, dann der HSV. Samstagabend 18.30 Uhr, Derbyzeit im Weserstadion. Was für eine Ausgangslage für beide Mannschaften. Der SV Werder Bremen kann mit einem Sieg einen dicken und großen Schritt aus der Abstiegszone wagen und machen und damit auch den HSV noch tiefer in die Krise und Richtung Liga 2 schicken. Max Kruse im Sturm sollte natürlich für die Tore sorgen. Rashica war über rechts außen dabei. Johansson ja etwas angeschlagen im Spiel in Freiburg. Der HSV moralisch natürlich sowieso angeschlagen. Ansonsten die Aufstellung bis auf die Spitze unverändert. Wood war von Beginn an dabei für Arp, der wieder nur auf der Bank Platz nahm. Also auch da keine Kontinuität beim HSV. Aber es fing ja von Null an. Dennoch das Zepter übernahm der Gastgeber, die mit der breiten Brust trotz des 1-0 Verlierens in Freiburg. Der SV Werder Bremen spielte hier frei auf. Natürlich Bewusstsein über die starke Phase unter Kofeld und in der 21. Minute spätestens hätte es hier 1-0 stehen müssen. Florian Kainz mit seinem linken Fuß, mit der Innenseite haut er den Ball über die Latte. Ist eigentlich sein starker, sah man in der Szene hier jetzt nicht direkt. Aber der SV Werder Bremen machte weiter, Schoss aus allen Lagen, Bargfrede aus der zweiten Reihe, allerdings ohne Erfolg. Dann kam aber auch mal der HSV, erst wurde jetzt gut gespielt, Douglas Santos über Kostic, dann die linke Seite zu frei, Bobby Wood mit dem Abschluss und dann ist der Ball am Ende irgendwie geklärt. Pavlenka und Moisander sind sich da nicht einig, aber der Ball war eben geklärt, aber nur ins Seitenaus und der anschließende Einwurf sorgte dann auch für Gefahr. Im Endeffekt Bobby Wood, der Pavlenka direkt in 2 Minuten doppelt fordert, aber auch den hält er ohne größere Probleme fest. Zweiter Durchgang, der HSV nach einer Ecke von Werder Bremen alleine auf weiter Flur. Bobby Wood muss den Ball eigentlich rüberlegen und dann ist da André Hahn völlig frei, verschlammt die Situation komplett. Unglaubliche Aktion, wenn er den rüberlegt, ist das eigentlich das sichere 0-1. Aber der Konjunktiv spielt in letzter Zeit zu häufig eine große Rolle. Wie auch schon beim Spiel gegen Leverkusen, wenn sie früher wach geworden wären. Hier wurden sie jetzt wach. Salihovic, 54. Spielminute, da fehlte nicht viel zum 1-0. Aber Bremen kam dann auch wieder nach vorne. Delaney nach 64 Spielminuten aus der zweiten Reihe versucht es da, trifft allerdings nicht den Kasten. Das war ein Spiel auf Augenhöhe. Beiden Teams wurde nach und nach bewusst, um was es hier eigentlich geht. Es wurde bewusster und bewusster. Die Nerven lagen mehr und mehr blank. Dann dieser fehlerhafte Abschluss von Matenia. Max Kruse, der Ball kam postwendend zurück. Ishak Belfodil, brillanter Pass auf Max Kruse. 1-0 für den SVW. 68. Spielminute. 1-0. Für Werder. Max Kruse unter anderem ja auch Ex-Paulianer, für den das hier natürlich nochmal mehr Würze hatte, schoss das so essentielle 1-0. Aber das war fahrig gespielt vom HSV im Aufbau. Wie so häufig, ein Fehler entscheidet hier über Sieg oder Niederlage. Max Kruse ist natürlich eiskalt und hält den Fuß hin. Allerdings war die Partie noch nicht gegessen. Der SV Werder Bremen wollte jetzt natürlich den Deckel drauf machen. Belfodil allerdings mit einem zu schwachen Abschluss. Matenia direkt in die Arme. Der HSV kam nochmal. 80. Spielminute. Douglas Santos kam jetzt mit nach vorne. Aber das ist natürlich zu wenig in so einer Partie. Und sie kamen nicht mehr. Der SV Werder Bremen schlägt im so wichtigen Derby den HSV mit 1-0. Der aus seinen Chancen zu wenig machte.
Am Sonntagnachmittag dann Leverkusen gegen Schalke und nach dem 0:2 im letzten Heimspiel gegen die Hertha ist Leverkusen zu Hause wieder in der Pflicht, Punkte einzusammeln. Das letzte Heimspiel gegen Schalke ging allerdings mit 1:4 kläglich verloren. Das Hinspiel ging 1:1 aus, aber der FC Schalke 04 nichtsdestotrotz möchte hier auf Sieg spielen und die Konstanz beweisen, um im Endeffekt auch die Champions League Qualifikation zu schaffen. Ein Duell zweier guter Bayern-Verfolger ereignete sich am Sonntagnachmittag um 15.30 Uhr in der Bayer-Arena, wo der FC Schalke 04 zu Gast war. Bayer 04 Leverkusen nach dem 2:1 in Hamburg natürlich gut drauf. Und da möchte man den Platz 2 auch festigen mit dieser Aufstellung. Keine Veränderung, gab es auch keinen Grund für Heiko Herrlich zu das anders zu machen. Der FC Schalke 04 kommt auch mit einem 2:1 Sieg in der Felddienstarena. Schlugmann, Hoffenheim mit 2:1. Meier kehrt nach Gelbsperre zurück in die Aufstellung. Es war eigentlich alles angerichtet für ein schönes Bundesligaspiel. Zweier Teams, die auch spielerisch durchaus etwas anzubieten haben. Und so kam direkt zur Anfangsphase Bayer Leverkusen gut in die Partie. Bailey auf Dominik Kor. Kai Havertz kann sich da drehen und wenden, wie er will. Schließt dann ab mit seinem schwächeren rechten Fuß, sodass Fährmann den Ball bei schönstem Sonnenlicht parieren kann. Aber es ging hier natürlich nicht nur um das Sonnenlicht oder um das Wetter. Es ging hier um Platz 2 und auf eine direkte Qualifikation zur Champions League. Das sah man auch. Meier in der 12. Spielminute mit dem Abschluss. Bernd Leno greift ein, ist schnell genug unten gegen diesen zu drucklos geschossenen Ball. Hat er die passende Antwort parat. Aber der FC Schalke 04 wurde jetzt stärker. Mehr und mehr drückten sie nach vorne. Caligiuri schöpft. Der Bernd Leno testet die Situation noch nicht vorbei. Goretzka haut den Ball an den Pfosten und dann war's vorbei. Schöner Schuss von Goretzka und der FC Schalke 04 machte weiter. Burgstaller mit der Vorlage auf Embolo. Tolle Parade von Bernd Leno. Klasse Reflex von ihm. Die Chancen auf die WM stehen nicht so schlecht und hier möchte er das auch unterstreichen. Auf der anderen Seite Leverkusen testete auch Ralf Fährmann, der natürlich auch berechtigte Hoffnungen hat. Hier allerdings von Dominik Kor nicht sonderlich stark gefordert wurde. 37. Spielminute, FC Schalke 04 wurde stärker, Di Santo und 0:1 Franco Di Santo. Viertes Saisontor für ihn. Das nicht unverdiente 0:1 jetzt für die Gäste. Bayer 04 Leverkusen erlitt schon einen Schock im letzten Heimspiel gegen die Hertha, wo man 0:2 verlor. Hier sollte es gegen den FC Schalke 04 zumindest wieder für eine gute Partie mit Punkten sorgen. Im Moment allerdings hatte der Gast die Nase vorne. 45. Spielminute, es war noch nicht ganz Halbzeit. Schöpf rettet den Ball vor dem Aus. Di Santo macht den Ball direkt scharf. Burgstaller, Doppelschlag, 0:2. Der FC Schalke 04 war jetzt eiskalt vorm Tor. Nach dem 0:1 hingen die Leverkusener durch. Der Gästeblock war natürlich außer Rand und Band. Stark von Schöpf, wie er hier den Ball wiederholt. Von der Linie kratzt. Di Santo macht den dann richtig heiß. Und Jedwai kann nur hinterher schauen. Und Guido Burgstaller macht das 2:0. Zweite Halbzeit. Leverkusen natürlich mit der Prämisse, zu Hause jedes Spiel gewinnen zu wollen. Julian Brandt allerdings vergibt in der 50. Minute die Sahnemöglichkeit zum direkten Wiederanschluss. Nach dem Seitenwechsel Ralf Fährmann allerdings schnell genug unten pariert und hält das 0:2 fest. Leverkusen erhöhte aber den Druck. Das 1:2 sollte aber auch so langsam fallen. Die Zeit wurde ja schließlich nicht mehr. Bellarabi auf Julian Brandt, der da nochmal eine Kurve schlägt. Und dann Caligiuri im Endeffekt derjenige, der sich dazwischen Ball und Tor schmeißt. Stark gemacht. Unter den Beinen hat er natürlich auch Glück, dass der Ball von seinem Unterschenkel dann
ins Tor ausprallt. Aber der FC Schalke setzte dann auch nochmal Nadelstiche. Das 0:3 spätestens wäre die Entscheidung gewesen, aber Bernd Leno gegen Goretzka, tolle Parade jetzt mittlerweile in der untergehenden Sonne. Es war ein attraktives Fußballspiel, das der FC Schalke 04 im Endeffekt nicht unverdient mit 2:0 gewinnt und damit wieder an Bayer 04 Leverkusen vorbeizieht, womit die Bayer 11 nicht mehr Platz 2 ist. Sonntag um 18 Uhr dann in der Red Bull Arena Leipzig gegen den ersten FC Köln. Die Leipziger haben bislang 3 Spiele gegen den FC absolviert und dabei 7 Punkte erzielen können, also noch keine Niederlage. Aber nach der Europa League gegen Neapel ist es natürlich auch eine Frage der Kraft, ob Leipzig das stemmen kann. Im Hinspiel gab es für den ersten FC Köln ein knappes 1:2. Am Ende hätte man fast noch nach 0:2 zumindest einen Punkt mitnehmen können. Und im letzten Spiel das 1:1 gegen Hannover war natürlich niederschmetternd. Ist die Frage, wie sie damit umgehen können. Sonntagabend, RB Leipzig empfing in der Red Bull Arena den ersten FC Köln, den Tabellenletzten, der am vergangenen Wochenende eine so bittere Nachricht in der Nachspielzeit noch bekam vom Videoassistenten. Abseitstor zurückgegeben. Man hadert natürlich mit den Videoschiedsrichtern. Allerdings, auch die Leipziger sind nicht sonderlich zufrieden nach der 2:1-Pleite in Frankfurt. Soll es in der Bundesliga jetzt auch wieder einen Sieg geben? Natürlich sind sie der Favorit gegen den Tabellenletzten aus Köln. Allerdings, moralisch ist die Mannschaft von Stefan Rutenbeck immer komplett auf der Höhe. Im 4-4-2 sollte es dann auch so klappen. Das Flutlicht war an, gute Stimmung und der RB Leipzig sagte nach 9 Minuten das erste Mal Hallo im gegnerischen Strafraum, denn die Kölner kriegen da den Ball erstmal nicht weg, dann ist es im Endeffekt Georges Mehre, der den Ball rausschmettert. Allerdings hätten sie das auch früher etwas besser lösen können, aber es stand 0:0, der erste FC Köln spielte gut mit, allerdings kamen sie noch nicht zu Abschlussmöglichkeiten. Die Leipziger immer wieder mit guten Abschlüssen im Endeffekt. Timo Horn war dazwischen. Klasse Keeper. Fischt den da raus. Das war kein einfach zu haltender Schuss aus der Distanz. Allerdings war Horn dann zur Stelle. Aber die Leipziger erhöhten weiterhin den Druck. Und das ist dann Timo Werner. Und da war dann auch Timo Horn geschlagen. 11. Saisontor vom deutschen Nationalstürmer in der 31. Spielminute. Macht damit das 1:0 fest. Und der erste FC Köln liegt zurück, aber auch nicht unverdient nach 32 Spielminuten der Verteidigung. Das ging letztendlich natürlich ein bisschen zu einfach. Werner wird davon, Sørensen deutlich zu spät gestört. Und Horn ist dann jetzt letztendlich doch geschlagen. Vor der Pause dann aber nochmal Köln und Simon Zoller stand etwas im Abseits. Es sah auf Anhieb deutlicher aus, als es war. Das war es nämlich gar nicht. Wieder eine knappe Situation. Diesmal ist es allerdings richtig. Ansonsten den Schuss hätte er auch vergeben. Aber Leipzig vor der Pause sogar auch nochmal aktiv. Foul im Mittelfeld und Leimer macht es dann schnell. Sabitzer, genialer Ball auf Timo Werner. 2:0 für RB. Da sah jetzt Timo Horn mal zur Abwechslung nicht glücklich aus. Der sonst so überragend spielende Timo Horn. Dem geht dieses Tor natürlich teilweise auch auf die Kappe, aber man muss auch sagen, Leipzig spielt's clever, spielt's direkt, die Kölner Hintermannschaft unachtsam, nicht geordnet, nicht sortiert und Georges Mehre, Fredrik Sørensen und Dominik Heinz haben nichts als das Nachsehen, als der Ball hier über die Linie trudelte, aber Timo Horn gehörte da natürlich auch auf die Linie. Zweite Halbzeit dann pro Köln eher Cosiello. Macht da deutlich zu wenig draus. Schauen Sie sich das an. Das ist eigentlich eine schöne Aktion. Dann eine schöne Drehung gegen Willi Orban. Aber im Endeffekt fehlt dann die Übersicht so ein wenig. Aber Moral und Einstellung, das kann man den Kölnern in dieser Saison wirklich nicht absprechen. Yuya Osako in der 64. Spielminute fast mit dem Anschlusstreffer. Und das wäre mittlerweile auch allerhöchste Eisenbahn gewesen. Und vor allem, es wäre auch verdient gewesen,
Aber langsam schien der Zug für die Kölner abzufahren. Nichtsdestotrotz moralisch wirklich eine tolle Leistung der Domstädter. Und dann Pizarro, 70. Spielminute. Aber das war ein zu schwacher Abschluss in die Arme von Peter Gulaschi. Dann kam aber nochmal Leipzig, eine Viertelstunde vor dem Ende. Sie zogen sich in der zweiten Halbzeit fast komplett aus der Partie. Auguste allerdings haut den Ball über das Tor. Die Kölner im Endeffekt mit 2:0 geschlagen, aber ein Tabellenletzter, der nicht wie ein Tabellenletzter spielt, geht hier im Endeffekt unglücklich mit 2:0 in Leipzig als Verlierer vom Platz. Am Montagabend beenden Dortmund und Augsburg den Spieltag und in 14 Spielen gegen den FCA hat der BVB erst einmal verloren. Das Hinspiel gewannen sie ebenfalls sogar mit 2:1. Die Augsburger sind das erste Team, das gegen Stuttgart zu Hause verloren hat. Am letzten Spieltag 0:1. Bittere Pleite sicherlich und sind seit dem 2.12. auswärts ohne Sieg. Borussia Dortmund empfing zum Abschluss des 24. Spieltags im Signal Iduna Park den FC Augsburg. Am Montagabend natürlich kuriose Anstoßzeit. Das zweite Montagabendspiel jetzt. Und natürlich ein Flutlichtspiel für die BVB-Fans, nicht das schlechteste im ausverkauften Westfalenstadion. Schürrle, Götze, Reus und Batshuayi vorne, die machen einem mittlerweile wieder richtig Angst als gegnerisches Team, wenn man die auf der Startformation auflaufen sieht. Der FC Augsburg unterlag zu Hause Stuttgart mit 0:1, damit die erste Mannschaft, die dem VfB Stuttgart auswärts Punkte mitgab, aber trotzdem eine starke Saison der Fuggerstädter sollte dadurch nicht getrübt werden. Gegen Dortmund allerdings ist es auch schwer, Punkte zu holen. Die sind wirklich gut drauf momentan und legten hier direkt mal gut los. Castro auf Schürrle mit dem ersten Abschluss der Partie. Hitz allerdings pariert ohne größere Probleme. Aber der FC Augsburg spielte auch nach vorne. Manuel Baum hatte seine Mannschaft scheinbar gut eingestellt. Kajubi auf Jan Moravec, der den gesperrten Daniel Bayer vertritt mit der Vorlage auf Kuh. Aber Bürki, der gegen Gladbach überragend parierte. Wirklich super Chancen teilweise vereitelte, ist auch hier zur Stelle in der kurzen Ecke. Aber Augsburg spielte gleichwertig mit in der ersten Halbzeit. Eckstoß von Gregoritsch, Abschluss von Hinteregger, der mit dem Kopf da rankommt. Aber Bürki hält den Ball wieder in seinen Pranken. Der ist momentan wirklich gut drauf, der Schweizer. Er sei ihm auch gegönnt. 27. Minute, dann im Gegenstoß fast Batshuayi zum 1:0. Es könnte so schön sein, es hätte so schön sein können. Hier allerdings ist er etwas zu hektisch und schließt etwas zu früh ab. Es stand also 0:0 nach 30 Minuten, aber der BVB wollte direkt das nächste Ausrufezeichen setzen im Kampf um Platz 2, um die direkte Qualifikation für die Champions League. Nächster Abschluss, Hitz aber dazwischen und dann nochmal 45. Minute, Kuh mit dem Abschluss. Versucht es da mit der rechten Innenseite den Winkel zu forcieren, allerdings fehlte dann knapper Meter zum Erfolg. Aber durchaus gute Partie der Gäste, die in der Saison, wie gesagt, wirklich gut aufgelegt sind. Aber Borussia Dortmund kam in der zweiten Halbzeit noch drückender. Ein Heimsieg gegen Augsburg ist natürlich Pflicht. Das ist der Hut mit dem Abschluss. Hitz allerdings wieder derjenige, der es vereitelt. Das ist hier 1:0 Stand. 63. Minute dann Augsburg auch wieder nach vorne. Nicht mehr so häufig aktiv, aber nicht weniger gefährlich. Bürki wieder macht sich groß, pariert den Ball, aber nicht lange später. Wieder die Gäste. Katscha, Gojko, Katscha auf Córdoba allerdings. Fehlte hier auch wieder etwas. Aber sie spielten gut mit und es stand ja 0:0. Es wäre also auch ein Sieg durchaus denkbar. Aber der BVB erhöht jetzt nochmal den Druck. Viel ging nach Standards. Vor allem, wenn Sokratis vorne per Kopf gefährlich zum Abschluss kommen kann. Am zweiten Pfosten setzt sich da gegen Framberger durch. Fehlte allerdings dann doch etwas. Piszczek ärgerte sich. Wir sind bereits in der 90. Spielminute. Borussia Dortmund wollte
Gewinn. Şahin ist das, der den Ball lange treiben kann. Die Übersicht hat Mario Götze, Traumtor. Direkte Abnahme von Mario Götze, sein drittes Saisontor, und an allerletzter Spielminute macht Borussia Dortmund tatsächlich noch das 1:0. Hitz natürlich bedient, wie kann am zweiten Pfosten in der 92. Spielminute da jemand so frei stehen? Es ist ja nicht mal nur Mario Götze, Piszczek wäre sogar noch da gewesen, aber tolle Schusstechnik von ihm. Zum 1:0. Borussia Dortmund im Endeffekt etwas glücklich zum 1:0. Es ist nicht unverdient, aber der FC Augsburg schlägt sich wirklich gut und hätte auch einen Punkt mit nach Augsburg nehmen können. Das war der 24. Spieltag. Hier seht ihr nochmal alle Ergebnisse und meine Tipps in der Übersicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über eine Bewertung und ein Abo freuen. Ich empfehle euch, wie gesagt, oben in der Infocard verlinkt, Quoten-Willi-Sportwetten. Haut den mal gerne an und schaut da gerne mal rein. Auch wenn ihr euch nicht für Wetten interessiert, höre ich dem Typen extrem gerne zu. Ich werde es nicht müde zu sagen. Ansonsten jetzt viel Spaß mit der Bundesliga. Wir sehen uns, bis demnächst und ciao. I walked into the room. Imagine my surprise. You were sitting close to him, staring in each other's eyes.